Also das Auto muss man echt fahren können, ganz klar. Das ist nicht immer einfach. Ich weiß gar nicht, ob ihr uns hören könnt. Das ist so laut hier. Krass. So, und jetzt, um Batterie wieder aufzupacken, starten wir den einmal, machen einen Soundcheck. Müssen wir. Und dann... Hoffentlich startet er noch. Oh ja, echt, wir können ja, der ist ja leicht. Wie wiegt er? 12,50 nackert. 12,50, okay. Nackert. Aber der hat auch einen 12-Zylinder-Sauger drin. Richtig. Das darfst du ja nicht vergessen. Moin, mein Lieber. Servus. Na? So, alles, die Kameras laufen. Alles klar. Spontaner geht's nicht, oder? Ja, zufällig. Spontaner geht's nicht. Und guck mal bitte, was für ein Highlight dieses Auto ist. Alle stehen drumherum und fotografieren dieses Auto. Und wir beide sehen uns im Hotellobby einfach. Zufällig. Wunderschön. Und dann haben wir einfach uns erschossen. Wir machen jetzt ein Video für euch. Also, wer fährt? Ich. Darf ich nicht? Dazu müsste ich dir die Karre zuerst erklären. Ach so, okay. Ja gut, dann fahr du. Okay. Ja, alles schade. Klar. Alter Schwede, ey. Das ist Wahnsinn. So, bis du dich hier angeschnallt hast. Ja, dann geht's los. Alter Schwede. Alter Schwede, das ist doch krank. Du musst mal aufpassen, weil die Leute sind immer so nah am Auto dran. Bis du schaust, fährst du dann irgendjemand über den Haufen. Alter, ich bin sprachlos. Guck mal, diese ganzen Leute, wie die hier gucken, das ist ja unglaublich. Guckt euch das mal an, das sind alles die Zuschauer. Oder sowas. Aber was hier jetzt gerade abgeht, das ist ja Wahnsinn. Ich bin sprachlos, ich kann gar nichts sagen. Oh, Alter, das gibt's ja gar nicht. Boah. Aber ist das ein Doppelkupplungsgetriebe oder? Nein, nein. Ach so. Das ist eine Carbonkupplung. Ja. AP Racing Carbonkupplung mit drei Scheiben. Ja. Relativ teures Spielzeug, okay. Ist eigentlich natürlich nicht gedacht für den Stadtverkehr, okay. Sondern ist eigentlich nur, sag ich mal, zum Launchen auf der Rennstrecke. Ah, okay. Danach schaltest du ja ohne aktiver Kupplung, das heißt, das Kupplungspedal verwende ich in dem Fahrzeug nur für Anfahren und Rückwärtsfahren. Das heißt? Ansonsten das heißt, Up and Down Shift nur über Pedals. Du gehst jetzt immer in neutral, wenn du stehst, sehe ich. Ja, aber sonst stehe ich down auf der Kupplung. Ah. Damit belaste ich das Material natürlich noch mehr. Okay, verstehe. Krass. Das ist krass. Lass mal stehen. Bitte? Lass mal stehen. Ich bin das Auto nicht gefahren, aber trotzdem, ich bin totgeschwitzt. Es ist klar, du hast hier ein Glashaus. Nee, aber nicht wegen der Hitze, auch wegen Adrenalin. Weißt du, was ich meine? Noch sind wir ja nicht gefahren. Oh, Alter. Ey, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Auto nicht fahren darf oder nicht fahren soll. Hat nichts mit fahren dürfen zu tun. Ich weiß. Aber es ist Kupplung. Wenn du hier, was kostet so eine Kupplung dann, wenn du die Kupplung verschleißt? Circa 6.000 Pfund. Das ist krass. Das ist einfach krass. Aber... ich muss sagen, ich habe bis dato noch kein Auto erlebt, wo alle durchdrehen. Jetzt sind wir hier, extra ein bisschen weiter rausgefahren, damit wir Ruhe haben. Dreh dich mal ganz vorsichtig um und da haben wir schon die ersten 3, 4 Fotografen. Es ist uns so ein Skater hinterher gefahren, der uns die ganze Zeit gefilmt hat. Es ist krass, aber jetzt kommen wir zur Hauptsache, jetzt kommen wir zum Auto. Bevor es mit dem Clip weitergeht, habe ich noch einen Mega-Tipp für euch. Und zwar geht es um Tire Safer bei Vorwerk. Jetzt ist ja Herbst, kurz vor Winter. Wir stellen unsere Oldtimer, unsere Youngtimer oder die Autos, die wir jetzt im Salz nicht mehr bewegen können, einfach zur Seite. Und da geht es natürlich auch um unsere Reifen. Es gibt ja Autos, die Reifen sind extremst teuer und die müssen geschützt werden. Hier sind die Matten von Vorwerk, von Tire Safer. Und zwar wird das ganz easy aufgebaut. Das habe ich jetzt im hinteren Bereich aufgebaut. Im Frontbereich habe ich die genauso aufgebaut. Und dann habe ich so einen Stopper reingesetzt. Das kann man auch im Heckbereich natürlich machen. Und das Ganze, diese Matten dienen dazu, dass die Räder keinen Flatspot bekommen. Flatspot entsteht,
im unteren Bereich, wo deine Reifen stehen, entsteht sogenannt Flatspot. Da beschädigst du deine Reifen. Das kann dazu führen, dass es anfängt zu vibrieren oder dass dein Bremsweg sogar länger wird oder dein Verbrauch sogar. Und deswegen lohnt sich das allemal von TireSafer Vorwerk die Matten zu holen, damit ihr auch eure Reifen schont. Unten in der Beschreibung habe ich euch einen Link beigefügt, wo ihr direkt euch die TireSafer von Vorwerk bestellen könnt. Und jetzt geht's weiter mit dem Beitrag. Was willst du wissen? Ich will alles wissen. Wir wollen alles wissen. Es ist ein Prototyp. Es ist ein Prototyp, ja. Es ist ein Prototyp. Manche werden unseren Apollo Intensa Emotione kennen. Ja. Unser, in Anführungszeichen, Serienfahrzeug, von dem wir 10 Stück für unsere Kunden gebaut haben. Ja, ja. Das Fahrzeug basiert auf der gleichen Plattform, hat natürlich ein paar, sage ich mal, aerodynamische Änderungen. Kühlung ist geändert, Bodywork ist natürlich geändert, aber Powertrain und Chassis ist eigentlich das gleiche unten drunter. Okay. Und auf Basis dessen haben wir jetzt nochmal ein anderes Modell gemacht. Mhm. Das ist der Apollo Evo. Potenzieller Nachfolger vom IE, haben wir schon mal gezeigt in Shanghai, haben wir natürlich auch in Europa schon ein paar Mal gezeigt, haben wir noch nie in den USA gehabt und darum haben wir jetzt die Chance genutzt, dass wir hier in Monterey sind und das Fahrzeug hier zeigen. Also bessere Plattform kannst du gar nicht haben, oder? Nein. Komm, lass mal ein bisschen, erzähl mal von Design her. Das sind echte Lampen? Das sind echte Lampen, die funktionieren auch. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man steht hier vor und denkt, dass es nicht real ist, aber das ist alles echt. Nein, das ist alles echt und funktioniert. Unglaublich. Unglücklicherweise, wie gesagt, das ist ein Testfahrzeug. Ja, klar. Hier ist eine kleine Ecke weggebrochen. Ja, okay. Aber das sind genau die Dinge, die wir, sage ich mal, beim Testfahren ermitteln wollen, wo und ob Probleme auftreten letztendlich. Ja. Es ist alles voll funktional an dem Fahrzeug. Also es ist nichts irgendwo, sage ich mal, nur hingebaut zum Zeigen, sondern es ist funktioniert tatsächlich. Wahnsinn. Alles. Wie kriegen wir die Tür wieder zu? Die Tür haben wir hier einen kapazitiven Sensor verbaut. Das heißt, warte. Mit einem. Komm mal. Das geht jetzt natürlich nicht, weil dazu muss ich jetzt erst Strom aufs Fahrzeug geben. Ah, okay. Weil das Fahrzeug schalte ich immer, damit die Batterie, sage ich mal, nicht drained, schalte ich das Fahrzeug eigentlich alle Möglichkeiten ab. Ich schalte es jetzt nochmal kurz an und dann hast du hier einen kapazitiven Sensor. Das heißt, wenn du deine Hand hier auflegst, geht die Tür auch zu. Alter, wie crazy ist dieses Auto bitte? Allerdings musst du. Ja. Du musst noch kurz warten, weil nachdem ich ihn angeschaltet habe, braucht das System, sage ich mal, ein paar Sekunden, um hochzufahren. Okay. Du kannst dich immer orientieren, wenn du im Dashboard was siehst, dann ist es soweit. Ach so, und jetzt kannst du mal dein Magic Touch ausführen. Also musst du nochmal. Zack, das war's. Das ist Magic. Das ist echt Magic. Unglaublich. Und es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr Leute. Das ist unglaublich. Und es ist alles jung, alt, neu, frisch, was weiß ich, keine Ahnung, was dieses Auto alleine anzieht. Die Farbe ist ja auch mega. Sie ist so lackiert auch, ne? Ja, das ist klar, das ist voll. Das ist die Lackierung schimmert. Je nachdem, sage ich mal, in welchem Winkel das du betrachtest, wandert es von Gold über Orange nach einem sehr kräftigen Rot, teilweise auch ein bisschen Purple. Und hat natürlich einen Haufen Glimmer-Effekt mit drin. Muss natürlich für so ein Auto sein, auch wenn das Auto an sich von der Designsprache für sich selber spricht. Ja. Aber man muss natürlich überall noch einen draufsetzen. Wie lange brauchst du für so ein Auto, dass du so ein Auto baust? Die reine Bauzeit hängt unter anderem hauptsächlich von der Lackierung ab, weil für die Lackierung, wenn es wirklich schlimme Lackierungen sind, müssen wir teilweise bis zu 600 Stunden in die Lackierung nur investieren und in die Lackierarbeiten. Okay. Und dazu kommen dann noch ca. 1200 Stunden Mannstunden Aufbauzeit. 600 Stunden? Eine G-Klasse dauert 100 Stunden, bis es komplett aufgebaut ist. Dauert eine G-Klasse. Und hier brauchst du 600 Stunden nur für die Lackierung. Ja. Nur für die, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und jetzt gucken wir uns das Auto mal von hinten an. Das ist crazy. A, was ich mega feier, ist, dass man Technik sieht. Ja. Ich finde das richtig schön. Es sind nicht 1000 Abdeckungen hier und Kühlungssysteme da und so. Du kannst alles sehen, die Schläuche und so weiter, das kannst du sehen. Allein die Auspuffanlage, guck dir das mal an. Das sind drei heftige Rohre, die rausgucken, aber auch nicht irgendwie banal nebeneinander oder sowas. Selbst da ist so ein Design hinter. Und dann die Rückleuchten. Das sind ja die Rückleuchten, ne? Ja. Das hier nicht? Doch, alle drei. Alle drei, also sind auf jeder Seite drei, insgesamt 6. Boah. Wie du siehst, ist er inspiriert von den X-Wings vom Space Shuttle. Ah, okay. Da haben sich unsere Designer eine kleine Anleihe geholt. Okay. Das ist okay. Der Hintergrund, warum er tatsächlich so aussieht. Alles klar. Auch diese Gitter, siehst du. Das ist pur, das ist kein Plastik. Kann auch kein Plastik, schmilzt ja weg. Nein.
Nein, nein, das ist Metall. Metall, und ja. Das wird in einem Chemical Milling Prozess gefertigt. Mhm. Das heißt, da wird die Oberfläche wird, sage ich mal, fotografisch behandelt, mhm, und dann kommt das Ganze in ein Säurebad und ätzt die entsprechenden Flächen weg. Das kannst du nicht mehr fräsen. Also wenn du sowas fräsen müsstest, hättest du wahrscheinlich wieder 100 Stunden auf der Fräse, die du auch bezahlen musst. Auch hier bei den kleinen Gitter, hier ist das Ganze ja, in klein nochmal. Ja. Da legen wir sehr viel Wert auf diese schönen Details. Krass, krass. Also ich hoffe, dass ihr uns alle hören könnt, weil hier fährt auf einmal ein Harley vorbei, der hier alles filmt. Hier sind überall Fotografen. Ich muss mich richtig konzentrieren, dass ich dir zuhöre. So viel Zuschauer hatte ich bei keinem Dreh bisher. Hatte ich noch nie. Aber heute ist ein Sonntag, um zu lernen. Und vor allem haben wir hier einen Prototypen, der ist ja preislich undefinierbar. Aber was soll er denn kosten, wenn ich den jetzt bestellen würde? Wenn wir das Auto tatsächlich in Serie bringen, dann wird so ein Fahrzeug zwischen 2,5 und 3 Millionen liegen. 2,5 und 3. Das heißt, er passt sich an seine Liga halt. Ja. Aber wenn ihr den auch so 100% auf die Straße bekommt. Auf die Straße wird der nie gehen. Ach so, okay. Das Auto ist prinzipiell als Track-Car konzipiert. Okay. Eine Straßenzulassung ist nicht vorgesehen, ist auch nicht möglich, ja, wenn du den dir hier in allen Details anschaust. Absolut. Wir können absolut solche Fahrzeuge natürlich fahren, Echtglas. Ja. Wir können solche Fahrzeuge natürlich fahren mit Ausnahmegenehmigungen für Testzwecke, okay, auch auf deutschen Straßen. Mhm. Aber ansonsten ist für das Fahrzeug keine Straßenzulassung vorgesehen. Verstehe. So, jetzt kommt es ja, auch für Track gibt es ja kein Auto, was designtechnisch ansatzweise hier rankommen könnte. Okay, wenn ich mir den FFX anschaue und so weiter, die sind ja sehr, sehr nah an dem Straßenwagen dran, haben dann natürlich die Modifikation für Track bekommen. Aber wenn du damit auf Track auftauchst, das ist ja nochmal, da setzt du nochmal was on top, das ist unglaublich, oder? Kunden von uns fahren Autos auf GT1 Events, Curbstone Events. Das ist kein Thema, dass du natürlich außer der Reihe tanzt im Prinzip. Wir ja, sagen dazu, das ist ein Gentleman Drivers Track Car, weil letztendlich das Fahrzeug natürlich viel mehr ist als ein Track Car. Er ist nicht nur vom Exterior Design, sondern auch wenn du dir den Innenraum anschaust, ist er natürlich, sage ich mal, schon eine andere Hausnummer. Apollo ist wieder da in dem Sinne, oder? Wie viele Autos habt ihr vor oder wie viele Autos sind bisher weggegangen? Wir haben, wenn wir ankündigen, dass wir ein Auto bauen, ja, dann sind die auch mehr oder minder zu dem Zeitpunkt alle bereits verkauft. Das war okay, beim Intensa Emotione, mhm, war es so, wir hatten angekündigt, dass 10 Stück gebaut werden. Mhm. Wir haben es von Haus auf limitiert. Mhm. Die waren auch sofort alle verkauft. Die sind, mhm, auch inzwischen alle gebaut. Mhm. Das heißt, wir haben keinen mehr in der Pipeline. Mhm. Ich habe selber noch einen eigenen im Prinzip, einen 11., einen Factory Car noch zusätzlich gemacht, mhm, damit wir einen haben auch. Das, mhm, ist jetzt im Prinzip der erste Prototyp vom Evo. Mhm. Wir denken, wie gesagt, darüber nach, tatsächlich das Fahrzeug unseren Kunden anzubieten. Okay. Und wenn das passiert, dann wird es genauso wieder eine allerkleinste Serie, in Anführungszeichen, mit circa 10 Fahrzeugen. Das ist schon krass. So, jetzt machen wir zwei Sachen für euch. Wir haben uns ja in München getroffen. Ja. Und da hast du gesagt, so Hamid, ich mache mal jetzt die Motorhaube hinten auf. Und ich, ja, dachte, okay, jetzt macht er die Motorhaube hinten auf. Okay. Aber dann kam eine Nummer, die habe ich bisher noch nie gesehen. Und das werden wir euch jetzt zeigen. Und dann versuchen zu zeigen. Aber was wir euch definitiv einmal, wo wir euch ein bisschen näher ranbringen können, ist ein Soundcheck, was dieses Auto an Sound hat. Das ist unglaublich. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sollen wir mal versuchen, die Haube aufzumachen? Machen wir. Okay, alles klar. Perfekt. So, jetzt guckt ihr das mal an. Zack. Das ist unfassbar. Das ist Show. Wunderschöne Abgasanlage auch. Unglaublich. Schön angelaufen schon inzwischen. Das ist jetzt die Motorhaube, die ist auf. Das ist im Prinzip, sage ich mal, die Motorhälften, die Abdeckung. Genau, klar, die gehen einfach so auf, ja, so, und dann musst du das hier abschrauben. Das, ne, musst du manuell entfernen, ja. Manuell entfernen. Weißt du, an was mich das erinnert? Wenn du deinen Keller schützen möchtest. Also jetzt nicht so, weißt du, du willst ja hier deinen Motor schützen, du willst ja dein Baby schützen und du hast einen Tresor unten in deinem Keller, dann machst du auch die Gitter vor deinem Fenster, damit das einbruchsicher wird. Ja. Und hier hast du ja auch, hier musst du ja richtig schrauben. Das, ja, es ist eine ganze Batterie an Schrauben, genau, die du letztendlich, sage ich mal, entfernen müsstest, ja, genau, um dieses Gitter noch zusätzlich abzunehmen. Genau. Aber Fakt ist eines, wenn man an dem Fahrzeug, nachdem es so eng verbaut ist, tatsächlich am Motor was machen muss oder, mhm, müsste, mhm, dann musst du natürlich noch mehr wegmachen als nur dieses Gitter. Klar, klar, ist auch klar. Klar. Okay, sollen wir mal Showfunktion? Wir probieren es. So, wir haben hier extrem viele Zuschauer. Es tut mir leid, wir kriegen die hier einfach nicht weg. Aber damit müssen wir leben. Das Auto ist da, das ist ein Showauto und alle dürfen gucken. So, sind wir soweit. Okay. Und jetzt.
Zack, macht er erstmal die Flügel auf. Komm her. Jetzt macht er die wieder zu. Ja. Als nächstes fährt er dann die Aeroflaps an. So, jetzt hier. Achtung. Zack. Das ist wie, das ist unglaublich. Und jetzt gehen wir wieder zu. Zack. Jetzt fährt er den Flügel an. Welchen, den hier? Ja. Jetzt kommt das hier raus. Das ist erste Stellung. Er fährt noch in eine zweite Stellung. Krass. Letztendlich. Also Alter. Die Aeroflaps und der Flügel nehmen wir beim Bremsen bei Hochgeschwindigkeit als Unterstützung zur Stabilisierung auf der Hinterachse. Okay. Krass, das ist einfach krass. Jetzt fährt er nochmal das komplette System an, das heißt, er macht nochmal seine Leuchten. Jetzt leuchtet er hier, zack. Ja. Und jetzt? Gleich. Es geht noch weiter. Alter. Jetzt macht er alles. Türen. Ja, jetzt hat er hier die Blinker, siehst du, jetzt in Gelb, nicht mehr in Rot. Ah, okay. Der wechselt sogar die Farben. Dann macht er alle Flaps auf. Jetzt macht er die Aeroflaps. Dann den Flügel. Und zum Schluss sagt er dann noch Goodbye und fährt alles wieder zurück. Unglaublich. Unglaublich. Krass. Zack. Und jetzt fährt er wieder alles zurück, ne? Aber das kostet doch jetzt extrem viel Batterie, also Strom, natürlich, oder? Natürlich, das ist klar, das kostet jetzt Batterie. Ja. Das ist aber, wie gesagt, das ist ein Showmode, den wir normalerweise laufen lassen auf Veranstaltungen, damit das Fahrzeug zeigen kann, was er hydraulisch alles kann, letztendlich. Und in dem Atemzug haben wir das Auto normalerweise dann ja auch am Ladegerät. Okay. Sagt er noch Goodbye. Jetzt das war's dann. Tschüss und das war's. Krass. So, und jetzt, um Batterie wieder aufzupacken, starten wir den einmal, machen einen Soundcheck. Müssen wir. Und dann... Hoffentlich startet er noch. Oh ja. Der ist ja leicht. Wie wiegt er? 12,50 nackert. 12,50? Okay. Nackert. Aber der hat auch einen 12-Zylinder-Sauger drin. Richtig. Das darfst du ja nicht vergessen. Ja. Ne? Das ist ja auch nochmal Gewicht. Der wiegt einiges, ja. Ja, klar. Das ist ja kein V6 Biturbo, wo ich sage mal mit der Hälfte Gewicht arbeiten kann, sondern es ist schon ein enormes Gewicht. Will ich jetzt nicht im Detail nennen, aber... Alles klar. Okay. Komm, wir starten mal die Kiste jetzt. Willst du mich? Ja, das ist ein Sound. Da ist gar kein Autopartikelfilter oder sonstiges. Der haut hinten raus. Okay. Willst du noch ein bisschen laufen lassen für den Sprit? Ich glaube, du willst ihn schon machen. Ja, okay, alles klar. Ist schon crazy, oder? Das ist unglaublich. Man kann sich hier an jede Ecke hinstellen. Du findest immer wieder was Neues, was du siehst, was du entdeckst. Und wenn du Autoliebhaber bist, drehst du schon durch. Wenn du Techniker bist, drehst du noch mehr durch. Das ist unbeschreiblich. Freut uns, wenn wir diesen Effekt so erreichen. Nein, das ist unglaublich. Das muss man einfach mal sagen. Weil auch die gängigen Hersteller, bei allem Respekt, die produzieren ein Auto, aber dann findest du immer irgendwas wieder, was du schon kennst. Wo du sagst, das kenne ich von dem Modell, das kenne ich von dem Modell, das kenne ich von dem Modell. Und man sagt ja immer, du kannst die Welt nicht neu entdecken oder den Rad nicht neu entdecken. Aber hier ist es so. Das ist ein völlig anderes Auto, als ich es gewohnt bin. Ne? Der ist einzigartig. Wie viel Leistung hat er denn? Je nach Applikation fahren wir zwischen 745 und 830 PS. Okay, alles klar. Ja, gut, der liegt aktuell konkret hier circa in der Mitte. Okay. Das heißt, er wird bei ungefähr 780 aktuell. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und jederzeit. Mehr Zufall geht nicht. Wir gucken, ich komme runter, stehst du an dem Lobby. Das ist unglaublich. Das war Zufall heute. Unglaublich. Ja. Schönen Sonntag dir noch. Danke. Wir sehen uns bestimmt noch auf dem Drink. Ein Espresso? Klar. Vielleicht, aber es gibt in den USA keinen Scheiben. Ja, das stimmt. Aber trotzdem. Espresso geht aber trotzdem. Vielen, vielen Dank, aber geht trotzdem auf dich. Alles klar. Okay, komm, danke lass dir. Weiter. Komm, also, komm. Klar.